Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar hier bei FX Flat. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Webinar Futures Trading mit Ninja Trader 8. Und natürlich begrüße ich auch ganz gerne, ganz herzlich Christoph Radecker von Ninja Trader, der Sie heute natürlich durch das Webinar führen wird. Zu Beginn, bevor wir loslegen, einfach die allgemeine Frage immer, ob Sie mich hören können, ob Sie mich verstehen können, ob Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung sind. Dann weiß ich, dass von der Technik her alles passt. Ja, super, da kommt schon das Feedback rein, dass alles in Ordnung ist. Okay, perfekt. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Ja, das heißt, Sie haben die Möglichkeit auch im Nachgang sich hier dieses Webinar nochmal anzuschauen, ja, und dann sich die Stellen nochmal anzuschauen, die für Sie interessant sind. Deswegen führen wir hier eine Aufzeichnung durch. Ja, warum Ninja Trader 8? Wir haben ja schon mal zur Ninja Trader Plattform einige Webinare gezeigt, in der Vergangenheit auch zusammen mit CapTrader. Wir haben ja da Aufzeichnungen bei uns auch hier im Trainingsbereich unter Videos. Muss ich mal gerade schauen. Na, das wird auf der CapTrader-Seite versteckt sein. Sekunde. Zeige ich Ihnen mal ganz kurz. Hier unter Training-Videos hatten wir im Rahmen von CapTrader haben wir eine eigene Rubrik zum Ninja Trader auch schon angelegt mit Videos. Da geht es um die Ninja Trader-Version, die Sie mit dem CapTrader-Konto halt verbinden können. Ja, haben wir da ein bisschen was gezeigt. Jetzt geht es heute hauptsächlich halt um Ninja Trader Brokerage, was Sie jetzt auch bei FXZ durchführen können. Ja, dazu ein paar wichtige Informationen. Wir haben hier auf unserer FXZ-Seite halt auch jetzt eine Unterseite angelegt. Sie finden das hier unter Handelsplattform Ninja Trader. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, über uns Ninja Trader Brokerage zu nutzen, das den reinen Futures-Handel mit ungefilterten Tick-Daten, indem Sie hier bei uns über FXZ ein Konto eröffnen. Ja, das ist ganz neu jetzt. Wir haben ja schon eine Pressemeldung die Tage rausgegeben und bei Facebook ein bisschen was veröffentlicht. Deswegen auch jetzt der Start dieser Webinarreihe, wo wir gemeinsam mit Christoph Radecker von Ninja Trader Ihnen die Ninja Trader 8 Plattform näher bringen. Von den Grundlagen, wie man halt die Plattform verbindet, was heute gezeigt wird, bis hin zu sämtlichen Funktionen, die die Software Ninja Trader bietet. Ja, wir haben auch hier eine Seite ninjatrader.fxfed.com eingerichtet. Ja, da stehen noch mal ein paar wichtige Punkte zusammengefasst. Möchte ich gerne noch mal ein paar Dinge vielleicht zeigen hier vorweg. Ja, also was können Sie bei uns dann handeln? Ja, im Prinzip alle wichtigen Futures, die Sie so kennen. Ja, also beispielsweise den DAX Future, ja, den FDAX, aber auch natürlich den FDAX Mini oder den Bund Future. Ja, das sind hier die an der Eurex am meisten gehandelten Futures, natürlich auch Eurostoxx. Ja, aber nicht nur an der Eurex bieten wir Ihnen den Future-Handel an, sondern Sie sehen es hier schon, ES, YM, NQ, ja, wem die Abkürzung jetzt vielleicht nicht sagen, der ES ist der S&P Mini Future, ja, YM ist dann dementsprechend der Dow Jones Future, ja, oder Dow Jones Mini, und der NQ ist der Nasdaq 100 Mini Future. Ja, das nur mal als Beispiel. Natürlich auch Gold, Silber. Sie sehen das hier. GC, SI, CL, Öl. Also die ganzen bekannten Futures. Natürlich auch Währungsfutures. Zins, also Interest Rates. Die sind alle handelbar dann über dieses Konto. Was ist noch interessant? Ich hatte schon eben gesagt, ungefilterte Tickdaten. Das ist auch ein Punkt hier, der ganz wichtig ist. Ich denke, Christoph wird da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Auch auf den Datenfeed, auf den CQG. Continuum-Datenfeed, der Ihnen da bei Ninja Trader zur Verfügung steht. Aber was auch interessant ist, ist die Intraday-Margin, die Sie haben, um beispielsweise den FDAX zu handeln. Ja, also da haben wir hier eine Intraday-Margin von 2.500 US-Dollar, ja, um einen FDAX-Kontrakt zu handeln. Und ein FDAX hat den Gegenwert von ca. 315.000 Euro. Ja, also wenn man den aktuellen DAX-Kontostand mal jetzt nimmt, 12.000, wo stehen wir? 12.600 Punkte mal 25. Ja, genau, sind wir bei 315.000 Euro. Ja, und um die bewegen zu können, muss man ja eine Margin hinterlegen für den Future.
Und die ist intraday sehr, sehr niedrig, ja, also beträgt nur 2500 Dollar. Ja, und damit haben sie im Prinzip grob gesagt einen Hebel von 1 zu 125. Ja. Also ich sag mal, die Beschränkungen, die CFD-Trader haben oder die sie bei FXFET haben oder bei allen, überall, wo sie halt CFDs jetzt handeln möchten, die ESMA auferlegt hat, also diese Hebelbeschränkung, die können Sie praktisch hier mit dem reinen Börsenhandel des Futures mit dieser sehr, sehr niedrigen Margin natürlich umgehen und haben da wirklich einen sehr hohen Hebel, der Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Wichtig, Intraday, ne? Über Nacht ist natürlich die Margin-Anforderung dann deutlich höher. Ja, auch der S&P Mini, hier steht, da fehlt das S, ja, ES Mini, der hat nur eine Margin-Anforderung von 500 US-Dollar. Ja, ist auch sehr, sehr interessant, ein sehr beliebter Future, der in den USA natürlich permanent gehandelt wird, ja, mit einer Intraday-Margin von 500 US-Dollar. Ja, Kontoöffnung ist ab 1000 Euro möglich. Ja, und die Gebühren, denke ich, sind auch sehr, sehr niedrig. Also wenn Sie das mal mit der Konkurrenz vergleichen, die ähnliche Angebote haben, ja, also mit 2 € pro Kontrakt zuzüglich Börsengebühren, denke ich mal, sind wir hier auch mit sehr, sehr guten Konditionen am Start. Ja, weitere Punkte, wie gesagt, natürlich sind auch Premium-Funktionen möglich, die man dazu buchen kann, wie Order Flow Trading, ja, wenn Sie sich die Lizenz kaufen. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr interessant. Okay, das war es erstmal von meiner Seite so zur Einleitung. Wie gesagt, wir haben auch bei uns auf der FXZ-Seite jetzt hier so eine Unterkategorie hat angelegt unter Handelsplattform Ninja Trader. Wie gesagt, das ist der reine Futures-Handel jetzt hier. Die anderen Plattformen beschäftigen sich ja mit dem CFD- und Forex-Handel. Aber hier bieten wir eben jetzt auch den Future-Handel an. Dazu gleich mehr von Christoph Radecker. Ja. Christoph, wie gesagt, mit der Einleitung, ich möchte nicht zu viel jetzt vorwegnehmen. Sollte dein Part sein. Ja, wenn du soweit bist, würde ich gerne zu dir rübergehen. Klar, logisch. Schönen guten Abend, auch von mir. Bin soweit, kannst du mir rüberschalten, Mach dann ich. werde ich auch loslegen. Okay, du solltest jetzt die Ninja Trader Webseite sehen und genau, und da lege ich jetzt mal los, dass ich ein bisschen was über uns erzähle. Also zuerst, mein Name ist Christoph Radecker, ich bin bei Ninja Trader oder beziehungsweise bei Ninja Trader und den Vorgängerfirmen von Ninja Trader seit 10 Jahren plus. Ja, genau, ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau, aber gefühlte Ewigkeit. Stehe auch dahinter in dem Produkt. Wirklich ist ein Großteil meines Lebens, offen gesagt. Und ich stehe auch auf unsere Plattform und hinter dem oder für was wir stehen. Ein paar Sätze vielleicht dazu. Generell bitte, wenn ihr Fragen habt, stellt die in den Chat. Ich habe dieses Fragenfenster offen. Ich habe mit Andreas ausgemacht, dass wenn auch er Fragen hat, oder dass er auch hier ein paar Fragen mit reinstellen kann. Das ist, glaube ich, dann, wenn wir hier ein bisschen interaktiver arbeiten, glaube ich, ganz positiv. Generell Ninja Trader ist eine Plattform, die entwickelt worden ist in Holland, offen gesagt. Also der Ray, unser Vorstand, unser Firmengründer, der hat im Endeffekt ab dem Jahr 2000 im Grunde sich mal 2 Jahre in Amsterdam in eine Wohnung mehr oder weniger eingesperrt und hat da die erste Version von Ninja Trader geschrieben. Gibt auch gute Gründe dafür, weil im Grunde das ganze Futures-Business, eigentlich der professionelle Handel zu dem Zeitpunkt wirklich stiefmütterlich war. Also sprich, die Handelsplattformen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren, die waren alle sehr, sehr unprofessionell. Also wenn man mit Stops, mit Targets, wir nennen das Ganze ATM-Strategien beispielsweise, wenn man mit solchen Funktionen arbeiten wollte, war das Ganze eigentlich nicht möglich, weil es das nicht gab. Und das war im Endeffekt der Aufhänger für den Ray, dass er das Ganze gestartet hat. Gegründet wurde Ninja Trader 2003 und mittlerweile haben wir 60.000 aktive Trader als Kunden. Das ist eine große Menge, ist jetzt natürlich nicht, sage ich mal, an sich, wenn man von Kundenanzahl spricht, nicht die größte Firma, aber im professionellen Retail-Business, ja, in dem wir alle sind, ist das mit Sicherheit oder sind wir mit Sicherheit der Marktführer. Ja. Global gesehen gibt es vielleicht noch eine Plattform, die da rankommt, aber ansonsten sind wir hier mit Ninja Trader, haben wir
Glück, dass unsere harte Arbeit auch belohnt wird, dass uns die Kunden auch hier vertrauen. Also im Grunde haben wir hier im Markenportfolio eben als NinjaTrader die Plattform, dann haben wir ein Ökosystem, wo wir im Endeffekt oder wo wir Partner haben, wir nennen das Vendors, also Leute, Ausbilder, Coaches, Softwareentwickler, Software-Add-on-Entwickler, die Tools schreiben für NinjaTrader und das ist eine ganze Menge. Ja, wir haben etwa 450 Add-on-Partner, die eigene Gedanken in Code formulieren und dann auch zum Teil oder zum Großteil eben auch der NinjaTrader Community eben zur Verfügung stellen. Dann haben wir die Brokerfirma, mit der wir hier auch mit FX Flat zusammenarbeiten. Und der Grundgedanke dahinter, der war für mich der, warum ich da das wirklich favorisiert habe, dass im Endeffekt eine amerikanische Brokerfirma Limitationen hat, dass eine amerikanische Brokerfirma im Grunde zum Teil den Support oder nicht so darstellen kann, wie deutsche Kunden das mögen. Und aus dem Grund bin ich wirklich happy, dass wir hier mit so einer tollen Firma wie FX Flat eben auch arbeiten können. Also ich kann es auch sagen, bin gerade auch dabei, bei FX Flat auch für den CFD-Bereich ein Konto aufzumachen, weil ich die Firma mag. Und aus dem Grund glaube ich, dass das eine gute Kombination ist für mich, aber auch für euch. Ja, und Kinetic ist unser Datenlieferant, ein reiner Datenlieferant. Wenn man beispielsweise Aktien screenen möchte, hier auch ungefilterte Tickdaten, ist ein Thema, werde ich später nochmal drauf kommen, was ungefiltert denn bedeutet, ist auf jeden Fall ein Punkt, der, wenn ihr jetzt amerikanische Aktien handeln möchtet oder Daytrade möchtet speziell, ist Kinetic auch eine ganz gute Geschichte. Wir haben im Grunde unseren Hauptsitz von der Plattformfirma in Denver, in Colorado. Das sind etwa 40, 45 Leute, in Chicago ähnlich, 50 Leute, die betreuen dann die Brokerfirma und da sind wir in Deutschland auch einige Leute. In Deutschland ist ehrlich gesagt unser Chefentwickler und unser Senior-Entwickler, die sind in Bamberg. Ich bin in Südostbayern und dann haben wir auch noch jemanden in Hamburg und auch noch in Amsterdam. Wir decken im Grunde von der Support-Seite, also wenn ihr Plattform oder Fragen zur Plattform auch habt, decken wir an sich 24 Stunden ab. Ja, hier mal eine Kennzahl, im Grunde, wenn sich jemand an unserem Plattform-Support, also wir nennen es eine E-Mail-Adresse, platformsupport@ninjatrader.com wendet, ist unsere durchschnittliche Antwortzeit unter 10 Minuten. Ja, also das ist relativ gut und relativ schnell. Einfache Themen lassen sich natürlich sehr, sehr schnell klären. Manches dauert natürlich auch länger, aber ich denke, das ist auch logisch. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst in den Kennzahlen. Wie gesagt, wir haben wirklich 60.000 aktive Trader, wirkliche Live-Kunden. Das ist jetzt hier nicht irgendwie, wo eine Demo gezählt wird. Wir haben über 100.000 Demo-Nutzer pro Monat, eigentlich neue Demo-Nutzer im Monat. Wir haben Kunden über 150 Ländern und wir haben 450 Partner, diese Vendors, die wir angesprochen haben, was ein wichtiger Punkt auch für uns ist. Und wir sind insgesamt über 100 Leute, die eben uns jetzt hier vertreten. Schaue ich gerade noch, ob ich unseren Chef finde, dass ich das noch schnell zeige. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man hier mal sieht, wer wir sind oder die Gesichter dahinter. Und da sehe ich gerade, dass wir das rausgenommen haben, unsere Gesichter von der Webseite, aber egal. Ich möchte einen Punkt über ungefilterte Tickdaten verlieren oder einen Satz darüber verlieren, weil das ist ein Punkt, über den ich gern rede mit Kunden, der mir sehr persönlich unglaublich wichtig ist, weil das eben meines Erachtens zum Teil kriegsentscheidend sein kann. Ich zeige das einfach mal ein Bild, das das mal erklärt. Das ist ein Kontrakt, der ist älter. Das ist der Euro Future, also der nennt sich 6E Euro FX Futures, wenn man es jetzt genau formulieren würde, so heißt dieser Kontrakt. Euro-Dollar, ja, vielleicht vom CFD oder FX-Trading kennt ihr das. Das ist jetzt hier der Future. Im Endeffekt ist es zwar ein vergangener Kontrakt aus dem Jahr 2012, trotzdem das Bild wird das gleiche sein zwischen gefilterten und ungefilterten Daten. Und links seht ihr, oder was ihr hier sehen könnt, das ist ein Tick-Chart. Das ist eine sehr von der Auflösungsschärfe. Ist das ein Chart-Typ, der sehr, sehr genau eben die Kursverläufe oder die Handelsaktivität der Marktteilnehmer analysieren kann. Und ihr seht jetzt hier auf der linken Seite die ungefilterten Tickdaten, auf der rechten Seite dann gefilterte Daten, sogenannte Snapshot-Daten. Das ist im Grunde, kann man das vergleichen wie eine TeamView-Übertragung, die ihr alle Zehntelsekunde ein neues Bild schickt. Und ich denke, hier deutlich zu sehen, die Unterschiede, was hier im Grunde NinjaTrader
Brokerage mit unserem NinjaTrader Continuum Feed auch bieten kann. Also du hast hier eine sehr, sehr hohe Auflösung und wenn man, und das ist zumindest mein Gedanke dahinter, wenn man an den Börsen agiert, dann sollte man das ganze Bild sehen und nicht nur einen Bruchteil dessen. Andreas hat es vor kurzem angesprochen, das Thema Order Flow, Volumenanalyse ist im Moment das Wichtigste oder eins der interessantesten Themen. Wenn man mit Tradern spricht, dann ist jeder Zweite, würde ich mal sagen, der sagt, okay, ich möchte Order Flow handeln, ich möchte Volumenanalyse betreiben, macht auch Sinn. Ja? Aber Fakt ist, du brauchst dazu die richtigen Daten, ansonsten bist du verloren. Wenn du gefilterte Tickdaten hast, da kannst du von der Thematik Orderflow, Volumenanalyse viel Ahnung haben. Du wirst trotzdem wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil du nur einen Bruchteil dessen siehst. Das dazu, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu den Daten, wir liefern beispielsweise an der Eurex den Ultradaten-Feed, der wirklich auch sehr, sehr gut ist und ja, euch ungefilterte Tickdaten auf alle Fälle auch liefert. Das war jetzt nur das dazu zu den Daten. Ich möchte heute jetzt darüber sprechen, wie man eine Verbindung einrichtet, wenn ihr euch eine Demo lädt über FX Flat. Wie geht ihr davor? Wie richtet man eine Verbindung ein? Wie schaut denn das Ganze bei NinjaTrader aus? Oberhalb zu sehen, jetzt hier in dem Bild, das ist jetzt hier das Control-Zentrum. Also ich schiebe das jetzt einmal kurz mal runter und dann nochmal nach oben. Das ist unser Control-Zentrum. Macht genau das, was es soll. Im Grunde, du kannst hier die Plattform sagen wir, Einstellungen eben vornehmen und kannst neue Fenster öffnen und eben beispielsweise aber auch Handelssysteme, vollautomatische Systeme analysieren, aber auch dein Trading, also sprich, es ist ein komplettes Trading-Tagebuch mit dabei, was wir mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen auch miteinander nach und nach durchsprechen würden, möchten und werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wichtig heute für mich ist das, wir richten eine Verbindung ein, ich zeige euch mal, wie das geht und dann im zweiten Schritt einfach mal das Öffnen eines Charts. Ich gehe da mal ein paar Charttypen durch, zeige euch auch, was ich nutze, warum, weil wie gesagt, ich nutze die Plattform selber für die Analyse und für den Handel und dann, wenn ihr Fragen habt, bitte, wie gesagt, gerne diese Fragen auch stellen. Die Verbindungen hier auch zu sehen, wir haben jetzt hier diesen Reiter Verbindungen, ich klicke jetzt hier mal drauf, dann geht so ein Dropdown-Fenster auf und dann sehen wir jetzt, dass ich hier im Moment mit Kinetic verbunden bin, aber ich möchte mir jetzt mal eine neue Verbindung konfigurieren und zeige euch das, wie das geht. Geh dazu auf Konfigurieren und erstelle mir jetzt hier mal diese NinjaTrader Continuum Verbindung, um die es auch gehen wird, auch wie wird es auch gehen, wenn ihr eine Demo euch lädt oder auch ein Live-Konto habt. Doppelklick darauf oder unten auf Hinzufügen und dann kann ich die auch benennen. Auf der rechten Seite gehen dann die Eigenschaften dieser Verbindung auf und ich nenne jetzt einfach mal FX Flat Demo, dass man hier das ganze FX Flat Demo und dann habe ich hier die Möglichkeit natürlich beim Starten Verbinden auszuwählen. Persönlich mag ich das jetzt nicht, gibt es jetzt hier keinen speziellen Grund, aber ja, nutzt das jetzt einfach mal. Und dann kopiere ich mir einfach nur die Demo-Zugangsdaten hinein, die ihr bekommen habt oder die ich bekommen habe, in dem Fall vom Andreas, der mir die weitergeleitet hat. Und kopiere mir die einfach hinein und kann dann eben hier mich gleich mit Continuum verbinden, die eben ungefilterte Futures-Echtzeit-Marktdaten liefern. Das Schöne dabei, und ich komme jetzt gleich mal drauf, ist, du bekommst auch kostenlos über die FX-Flat-Lösung kostenlos historische Marktdaten. Also du bist jetzt dann nicht gezwungen, dass du dir historische Marktdaten kaufen musst. Nein, mit der Lösung von FX Flat bekommst du historische Marktdaten auch geliefert, sogar historische Tickdaten, die ein Jahr zurückgehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung, auch eine sehr, sehr beliebte Lösung. Dieser Demo-Haken hier zur Information, der ist jetzt hier gesetzt. Wir haben jetzt hier eine Demo-Verbindung und daher belasse ich diesen Demo-Haken auch hier. Wenn ihr ein Live-Konto haben solltet über FX Flat, dann müsste dieser Haken hier raus. Aber okay, ich gehe jetzt hier mal auf Anwenden, gehe auf OK und dann werde ich mich jetzt hier gleich mal verbinden mit Ninja, mit FX Flat Demo. Und da sieht man hier, dass jetzt hier diese Ampel hier gelb auch aufleuchtet und dann werden wir gleich jetzt hier unsere Verbindung erstellen. Ein Hinweis da, ihr seht jetzt das Gelb, das dauert auch ein bisschen. Warum?
Continuum ist ein globaler Datenfeed-Provider und es ist auch ein globales Order-Routing-System, die Hubs haben, sogenannte Hubs haben, in allen Börsenzentren der Welt. Ja, also beispielsweise London, natürlich Chicago, New York, aber auch Singapur. Was jetzt hier stattfindet in dem Verbindungsaufbau, NinjaTrader beziehungsweise testet jetzt die unterschiedlichen Zugangsorte der Demo-Standort, also der Demo-Server und sucht dann den aus, der die geringste Latenz hat. Also das ist eben jetzt hier, was stattgefunden hat. Ich trenne jetzt hier dann mal die Verbindung zu Kinetic und bin jetzt hier nur noch verbunden eben mit Continuum, mit der FX-Flat-Demo. Ich möchte jetzt dann als erstes mal den Chart aufmachen. Also wie gesagt, wir sehen jetzt eben hier dann auch, dass jetzt der Markt sich auch bewegt. Ist natürlich heute relativ ruhig. Wir sind im Sommer, das merkt man natürlich auch. Aber ich mache jetzt erstmal Chart auf und dann schauen wir uns mal diese Chart-Möglichkeiten an oder die Charting-Möglichkeiten an. Okay, minimiere das mal und jetzt gehe ich hier mal auf Neu. Okay, dann mal auf Chart, also wenn der Vorgang, wie gesagt, hier wiederum im Kontrollzentrum, neu Chart und dann geht jetzt hier ein Datenreihenfenster auf, wo ich mir jetzt eben den Markt aussuchen kann, den ich wählen möchte. Ich bleibe jetzt hier mal beim Mini Dow Jones Future, den habe jetzt ich hier schon vordefiniert, also das ist dieser YM 0918, das ist der aktuelle Frontmonat, nennt sich das in der Fachsprache, ist der aktuelle Frontmonat eben vom Future-Markt, in dem Fall für den Mini-DAO und ich nehme jetzt hier testweise nur einen normalen 1-Minuten-Chart, den ich jetzt hier auch konfiguriere. Hier bei dem Zeitrahmen kann man natürlich jetzt auch die Tage festlegen, wie lange, dass ich die jetzt laden möchte. Wie ich vorher erwähnt habe, ihr bekommt in dieser Lösung die historischen Markt- oder Kursdaten mit dazu. Es sind Tick-Daten mit dabei, eben auch für Trader speziell geeignet, die eben Volumenanalyse betreiben möchten. Ein Punkt noch dazu zu diesem Fenster, ich möchte es jetzt hier nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wenn ihr auf der Demo handelt, seht ihr Ein- und Ausstiege in der Plattform oder in dem Chart. Wir nennen, und wenn man jetzt hier aktiver agiert, ja, und dann beispielsweise vom 1-Minuten-Chart im 60-Minuten-Chart wechselt als Beispiel, dann kann die Darstellung der Ausführungen, ich werde es dann gleich mal zeigen, kann das stören. Wir haben jetzt hier drei Optionen, wie diese Darstellungen denn dargestellt werden. Nichts anzeigen, nur Pfeile oder eben Text und Pfeile. Ihr werdet sehen, was euch hier besser zusagt. Ihr Fakt ist, ihr könnt euch das natürlich für jeden einzelnen Chart selbst eben einstellen und eben dann das eben so einstellen, wie ihr das haben möchtet. Okay. Okay, wunderbar. So. Jetzt ist hier dieser Mini-DAO Jones Future da in der 1-Minuten-Darstellung und ja, wir haben die historischen Marktdaten schon mit dabei. Also wenn ich jetzt hier unten in dieser horizontalen Leiste bin, der Uhrzeitanzeige und halte die Mauszeige und ziehe das Ganze nach rechts, dann wird der Chart gestaucht. Ziehe ich den Ganzen nach links, dann im Endeffekt scrolle ich oder zoome ich in den Chart auch noch weiter rein. Das ist eine ganz elegante Geschichte meines Erachtens, wenn man hier kurz mal auch im 1-Minuten-Chart beispielsweise einen Überblick haben möchte, wo war das letzte wirkliche Hoch. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt hier in ein größeres Zeitfenster reingehen. Rechts zu sehen, jetzt in dem Fenster, wir nennen das Ganze hier Chart Trader, ist mit das beliebteste Tool für Händler oder für unsere Händler. Offen gesagt bin ich aus diesem Grund auch damals zu NinjaTrader gekommen, weil mir dieses Trading aus dem Chart gut gefallen hat. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wir sehen jetzt hier so Schnelltasten, Kauf, Verkauf vom Markt und so weiter. Wir haben jetzt hier den Chart geöffnet. Jetzt möchte ich hier als nächsten Schritt mal durchgehen, wenn man jetzt beispielsweise mit den FDAX aufmachen möchte und das Ganze nicht zu sehen ist jetzt hier in diesem Fenster beziehungsweise hier in diesem Dropdown-Menü. Hier bei mir zu sehen, ich habe das auch jetzt hier gleich mal festgetackert, sage ich jetzt hier mal, aber ich möchte euch zeigen, wie das denn geht, wenn das jetzt hier nicht der Fall wäre, wenn dieser Markt jetzt hier nicht da wäre. Schauen wir mal, ob er weg ist. Ne, ist noch da. Aber okay, wir haben hier unten im Grunde mehrere Kurslisten, nennen wir das, eben vordefiniert. Das sind jetzt hier schon einige Futures-Märkte eben mit drinnen. Wenn ich hier eben schaue, also wir haben jetzt hier einige Währungen mit drinnen, 6B, wenn das
jemand nicht sagen sollte, der 6B ist der Future vom britischen Pfund zum US-Dollar, darunter eben wie vorher schon bei diesem Datenfeed-Qualitäts-Screenshot gesehen, der 6E, das ist der EuroFX, CL, Öl und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier den FDAX eben dann gleich da, auch im aktuellen Frontmonat. Da klicke ich jetzt mal drauf und lade jetzt hier mal die Daten. Und ihr seht, die Daten sind auch schon da. Und wir sehen eben heute hier, ja, Seitwärtsmarkt, bisschen positiv, aber so geht eben das beispielsweise, wenn man hier einen Markt eben aus dieser Kursliste eben laden möchte. Ein Punkt ist, der ganz, glaube ich, auch wichtig ist, wenn man wirklich jetzt einen Markt sucht, angenommen, wir sind jetzt hier auf der Suche, fällt mir jetzt nichts ein, aber werden wir dann schon einen Markt finden, nach einem Markt, den wir jetzt hier nicht in dieser Schnellliste eben finden. Dann haben wir hier diese Lupenfunktionalität. Ich klicke jetzt hier mal drauf und dann geht diese ganze Instrumentenliste auf. Und dann sehen wir hier eben sämtliche Märkte im Grunde oder die wir vordefiniert haben, hier schon mal drinnen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eben das Ganze nochmal aufzusplitten. Ich gehe jetzt hier mal auf Future und dann beispielsweise hatten wir, Martin hat gleich eine Frage, gehe gleich darauf ein. Und dann sehen wir hier beispielsweise mal diesen 6C, den Canadian Dollar Future Markt, den ich jetzt hier mal auswähle und mir die Daten mal laden werde. So, genau. Also das ist hier ein Weg auf alle Fälle, um auch Märkte eben zu suchen. Das ist hier diese Lupenfunktionalität, die, glaube ich, da ganz angenehm ist, wenn man hier nicht genau weiß, wie denn das Kürzel ist, dieses Marktes. Martin hat einen Punkt, gibt es denn für den CQT-Feed über das FX-Flat-Konto, auch für die ISUS, gibt es da den Feed, CBOT? Gibt es natürlich, ja, gibt es natürlich diese Kurse. Fakt ist, also für Orangensaft beispielsweise haben wir diese historischen Marktdaten da, Weizen haben wir die da, Leben drin, will ich jetzt nicht lügen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir Leben drin als historische Daten eben speichern. Ein Satz vielleicht zu den historischen Daten, die wir jetzt hier reingeladen haben. Wir speichern im Grunde ziemlich alle Märkte, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn wir jetzt einen Markt haben, wie beispielsweise Leben drin, wie viel Volumen das hat, ob das wirklich dann im Fokus ist für unsere Händler. Ja. Das kann man aber relativ leicht rausfinden. Was ist, ehrlich gesagt, ich will es nicht lügen, ich weiß jetzt nicht, was das Kürzel ist von Leben drin. Vielleicht kannst du es noch eintippen, Martin, dann können wir gleich mal schauen, ob das verfügbar ist. Aber ansonsten haben wir auf unseren historischen Datenservern eben kostenlos, wie gesagt, auch für euch FX-Flat-Kunden eben das gespeichert. Ist der LE ja. Sein, oder für Live-Kettle, oder? Feeder-Kettle. Oder Feeder-Kettle, GF. Ah ja, ist auch eingetippt worden, GF. Live-Kettle-Futures. Ich glaube, dass wir Live-Kettle haben. Jetzt schaue ich mal, ob da was kommt. Also wir haben auf alle Fälle hier für LE haben wir Daten da. Jetzt schauen wir mal für GF. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben wir auch was da. Ja. Ja, und ist auch aktuell. Also sprich, die Daten, Martin, die sind da. Ja. Und gut, und ISUS ist klar, das ist sowieso, sind verfügbar, CBOT, COMEX auch. Ja. Also wie gesagt, die Verbindung ist jetzt wirklich hier zu diesem Demo-Datenfeed. Ja. Also sprich, wenn du hier eine Demo lässt, Martin, bei FXFlat, wirst du das auch hier bekommen. Zusätzlich natürlich auch weit mehr deutscher Service. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Okay, Fakt ist aber hier, Martin, und das sieht er hier auch rechts, wir liefern jetzt hier keine Realtime-Quotes für diese Märkte auf der Demo. Das ist jetzt auch hier, hat hier einfach den speziellen Grund, weil das eben nicht im Fokus wirklich liegt unserer Kunden. Ja. Und denke, aber es ist, ich glaube, das ist auf alle Fälle verständlich, dass wir hier auf der Demo nicht alles liefern. CMI liefern wir alles. Okay. Ich habe jetzt hier den 6C auf, einfach hier mal, um hier ein bisschen einen Markt zu haben, der vielleicht jetzt hier nicht wirklich im Fokus liegt. Weiß jetzt nicht, ob das clever ist, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Komme jetzt hier mal zu der nächsten Darstellungsart oder beziehungsweise wie ich denn die Charts darstellen kann. Wir haben jetzt hier ein Auswahlfenster, wo im Endeffekt ja, vieles vordefiniert ist, was aber auch komplett frei konfigurierbar ist. Wir haben jetzt hier Minutencharts, Rangecharts, also wenn das jemand nicht kennt,
Ich lade jetzt hier mal so einen 10er Range Chart, wird kann ein bisschen dauern. Hier werden Tickdaten übrigens geladen. Auch hier eine ganz schöne, spezielle für Trader, die bis vielleicht sogar eben automatisiert handeln, ist das auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wie gesagt, Range Charts haben wir hier verfügbar, klassisch schon da. Wir haben tickbasierte Charts, Volumen Charts und das Ganze hier ist eben frei konfigurierbar. Ich könnte eben auch hier dann noch andere Intervalltypen mit reinnehmen. Also das jetzt hier dazu. Ich komme dann später vielleicht noch mal kurz auf die Darstellungsart vom der Volumetric Bars, die wir jetzt, also die Footprint Charts. Dann haben wir hier noch eine Übersicht, wo man hier beispielsweise über Open High Close eben beispielsweise darstellen könnten. Also sprich, du hast jetzt hier, wenn du Analyse betreiben magst im NinjaTrader, definitiv die Möglichkeit, alles so einzustellen, wie du möchtest und natürlich weit mehr. Was NinjaTrader ausmacht, offen gesagt, ist Folgendes: Wir limitieren nicht die Plattform. Ja, die Plattform ist nach außen hin offen. Wenn du ein Programmierer bist, du bist in der Lage, dann dazu über das Microsoft .NET Framework eben alles in C# zu programmieren. Du kannst im Grunde Add-ons dir besorgen oder eben auch aus vertrauensvollen Quellen eben auch Systeme, Add-ons, Indikatoren eben auch laden. Das ist eben der Grund, warum ehrlich gesagt NinjaTrader, glaube ich, global gesehen so beliebt ist, weil eben du als Trader eben im Fokus stehst und eben, und so realistisch muss man eben auch sein, keine Plattform kann dir, die nach außen hin geschlossen ist, das bieten, weil jeder Trader schlichtweg anders ist. Dann haben wir hier noch eine Lupenfunktionalität und hier nochmal die Zeichenwerkzeuge. Wir haben jetzt hier auch eben in der R15, das ist unser 15. Release, da kommt etwa alle, jedes Monat kommt ein Update raus, beispielsweise auch hier jetzt neue Zeichenwerkzeuge mit hinzugenommen, aber hier noch, das ist eben hier noch ein kleiner Hinweis dessen, dass wir eben, oder möchte hier nur da oder sagen, dass wir eben permanent auch die Software weiter verbessern, also es bedeutet eben, ja, wir sind da eben im Fokus immer, dass wir hier das Produkt natürlich verbessern. Haben wir hier das Fadenkreuz und hier, wenn ihr das nicht kennt, wir haben so eine globale Fadenkreuz-Funktionalität. Das bedeutet schlichtweg, hast du mehrere Charts offen, dann würde dieses globale Fadenkreuz eben das Fadenkreuz bewegen in diesem Chart als auch in andere Charts. Und dann hier nochmal das Datenfenster, wo im Grunde sämtliche Werte, also auch Indikatorenwerte, Volumen und so weiter eben auch nochmal gesondert dargestellt wird. Dann hier nächsten Punkt. Chart Trader, der kann eben wie hier rechts zu sehen eben dargestellt werden, wäre aber auch möglich, den zu verbergen und dann könnte ich aber hier trotzdem beispielsweise mit zwei Mausklicks hier beispielsweise auch einen Auftrag eben gleich erstellen und das Ganze natürlich dann auch verschieben, so wie ich das eben haben möchte. Also sprich, unser Trading aus dem Chart heraus, das ist sehr, sehr akkurat. In Kombination mit den ATM-Strategien, die ich vorher schon mal erwähnt habe, ist das wirklich der Punkt, der viele diskretionäre Händler wirklich von unserem Produkt überzeugt. Wir haben dann hier weiterhin neben dem Chart Trader noch das Datenreihenfenster. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Ich mache jetzt hier mal einen Trade oder ich gehe jetzt hier mal einen Trade ein und kaufe jetzt einfach mir hier diesen Markt mit dem Verkauf den mal. Ja, dann sehen wir eben hier, dass wir hier schon mal die Darstellung haben, Verkauf 1, eben beim Preis. Und das war das, was ich vorher kurz erwähnt hatte bei diesem Datenreihenfenster. Das kann natürlich stören, wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt hier diesen Markt mit einem Limit, dann überlappt sich das. Ja. Und dann, wenn wir natürlich hier in ein höheres Zeitfenster reingehen würden, dann kann das stören. Und aus diesem Grund kann man diese Dinge natürlich auch ausschalten. Ja. Also das hier war eben die Darstellung der Ausführung in diesem Datenreihenfenster hier zu sehen, also die vierte Schnelltaste von rechts oben, da kann man die ausschalten und ja, deaktiviert das hier mal und dann seht ihr hier, dann ist das weg. Der Trade war da, ist auch historisch natürlich auch dann zu sehen in dem Trading-Tagebuch, aber Fakt ist, hier in diesem kurzen Zeitfenster oder in diesem Chartfenster haben wir das Ganze eben jetzt hier kurz mal deaktiviert. Dann haben wir hier noch Indikatoren. Wir haben hunderte Indikatoren natürlich da drinnen und das Entscheidende ist aber, ich kann von Fremdanbietern Indikatoren einfügen. Ja, und das ist der wichtige Punkt, den ich vorher kurz angesprochen habe. Jeder von euch, jeder von uns Teilnehmern, auch ich tick anders wie du und jeder von euch tickt anders wie ich im Regelfall. Ja,
Und sprich, das bedeutet, durch unser Ökosystem, durch unser Partnernetzwerk, durch aber unsere auch Programmierer, die euch eben Zugang geben zu Tools auch kostenlos, macht das NinjaTrader sehr, sehr flexibel. Und im Endeffekt, wie ich vorher gesagt habe, jeder ist anders und Plattformen versuchen das natürlich so gut wie möglich abzudecken. Da werden dann 100.000 Indikatoren reingepackt. Wir haben die natürlich auch drin, bloß im Regelfall ist es wirklich so, dass viele Trader eben auf der Suche sind nach einem speziellen Tool und das bietet euch eben auch NinjaTrader durch das Ökosystem. Jetzt im Moment ganz speziell beliebt ist offen gesagt diese ganze Geschichte Orderflow. Ich möchte jetzt hier kurz mal dieses Volume Profile zeigen. Werde ich aber zeigen im anderen Markt, der ein bisschen mehr Volumen hat, dass wir hier ein bisschen was zum Sehen bekommen. Das nehmen wir dann hier den S&P Mini und dann nehme ich das Volume Profile mal mit rein. Sprich, dass ihr mal sehen könnt, wie denn hier mit Indikatoren gearbeitet wird. Also sprich, auch mit 1-2 Mausklicks sind wir dann hier gelandet bei diesen Orderflow Tools und habe dann hier eben die Darstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt hier einfach mal hier auf Anwenden gehen und dann sehen wir hier auch schon unsere Darstellungsart. Das ist jetzt hier natürlich tägliches, das ist jetzt hier die heutige Trading-Aktivität. Natürlich zu sehen, relativ kleiner Zeitintervall, wie gesagt 3 Minuten. Ich möchte euch bloß aber noch zeigen, was eben hier auch kostenlos, wenn ihr die Plattform kauft, eben als Add-on eben mit drin ist, was ich super genial finde. Beispielsweise diese Heat-Darstellung finde ich mehr als genial. Also sprich, NinjaTrader limitiert dich kaum, beziehungsweise gar nicht, wenn es darum geht, dass du hier eben das bekommst, nachdem du auch suchst. Ja. Genau, also das jetzt hier mal ein bisschen zu den Charts. Fakt ist, du kannst eben dadurch, wie gesagt, ich habe jetzt hier kurz mal 50 Tage an Daten geladen. Wie gesagt, du bekommst die kostenlos, du hast hier keine Kopfweh, wenn du eben hier beispielsweise Future-Märkte analysieren möchtest, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, auch für die nächsten Webinare oder wenn du dich für NinjaTrader interessierst. Du bekommst im Grunde sehr, sehr vieles eben aus diesem Paket heraus. Du musst dir über die Qualität des Ganzen keine Sorgen machen. Und aus dem Grund ist es, wie gesagt, wahrscheinlich mit das beliebteste Angebot im Futures-Bereich, auch global gesehen, was wir eben jetzt hier mit FX Flat eben in Deutschland eben noch weit mehr vorantreiben möchten, dass wir eben hier die Vorteile von so einer professionellen Handelslösung, die wir hier haben, mit diesen ungefilterten Tickdaten eben kombinieren können mit deutschen erstklassigen Service, offen gesagt. Wir haben jetzt dieses Thema Charts ein bisschen heute angerissen. Wie gesagt, Fakt ist und vielleicht hier nochmal ein Punkt, du kannst mir arbeiten, auch hier mit so einem Tab-System hier unten. Sprich, wenn ich jetzt hier beispielsweise diesen E-Mini-S&P-Chart nochmal duplizieren möchte, ein Klick darauf, und kann ich den in den neuen Tab duplizieren. Ihr seht das Ganze sehr, sehr schnell und kann jetzt hier, wenn ich sage, ich nehme hier mal den Nasdaq mit rein, oder was nehme ich denn für den Future-Markt, zack, nehme ich hier mal den Mini-Dow. Dann seht ihr hier, die Daten werden sehr, sehr schnell geladen und eben man kann auf alle Fälle, glaube ich, sehr, sehr aktiv damit arbeiten. Es ist sehr, sehr genau. Und wenn ihr euch damit auseinandersetzt, werdet ihr mit Sicherheit auch erkennen, die Vorteile der Chartanalyse mit NinjaTrader und im Trading sowieso. Ich wollte das Ganze heute kurz mal anreißen, was wir eben hier machen können. Wenn ihr euch die Demo lädt, dazu möchte ich euch wirklich gerne einladen. Schaut euch das ganze Thema mal an, schaut euch das Thema NinjaTrader mal an, richtet die Verbindung, wie schon besprochen, ein. Wie gesagt, wir sind jetzt hier eben verbunden mit dieser FX Flat Demo. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an FX Flat, wendet euch an den Andreas, wendet euch an mich, dann können wir uns die Sachen genau anschauen. Euer Feedback nehmen wir natürlich auf und werden in den nächsten Wochen auch nach und nach eben weitere Webinare machen. Aufgrund der Hitze offen gesagt, aber auch aufgrund der Komplexität des Themas werde ich die Webinare meistens wahrscheinlich so zwischen 30 Minuten bis 45 Minuten maximal halten, einfach um nicht zu viel Input eben zu geben, sondern eben, dass wir ein Thema eben anreißen, uns das Thema anschauen. Heute war es das Thema, wie gesagt, Verbindungen, also die ersten Schritte mit den Charts und werden wir auf alle Fälle in den nächsten Webinaren noch deutlich eben vertiefen.
Und bis dahin würde es mich freuen, wenn ihr euch für FX Flat interessiert, für NinjaTrader interessiert. Und ja, wenn ihr Fragen habt, tippt das bitte ein. Und dann könnten wir hier, das könnt ihr euch die Fragen noch beantworten. Ansonsten möchte ich mich bedanken für eure Zeit. Und ich hoffe, ihr nehmt die nächsten Male die Webinare auch weiterhin wahr. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir hier auch an einer deutschsprachigen Community arbeiten, das Ganze auch vorantreiben. Wie gesagt, persönlich bin ich absolut überzeugt von uns, von dem Produkt, und ich denke, das ist eine gute Sache für alle. Der MACD, kam eine Frage, die ist natürlich drin. Wir haben auch offen gesagt zig Varianten des MACDs, also wir haben jetzt hier den Klassiker mit drinnen. Aber natürlich gibt es den MACD in zig Darstellungsformationen, die beispielsweise andere Farben haben als Beispiel und so weiter. Also wo das grafisch doch anders dargestellt wird. Beispielsweise war von Klaus gerade eine Frage da wegen dem MACD und beispielsweise, was mit NinjaTrader möglich ist. Und diese Tools gibt es natürlich auch in der Community schon, wenn man ein bisschen rumsucht, bekommt man beispielsweise auch, ist der MACD größer, 0, ja, dann werden die Kerzen beispielsweise blau. Also wie gesagt, diese ganze Paintbar-Methodik ist natürlich ein Klacks für unsere Software. Der Datenfeed selber, kam eine Frage von Michael, hängt davon ab, welche Daten, welche Börsendaten du eben beziehen möchtest. Das Ganze geht los, wenn wir hier vom ES reden, beim ES beispielsweise, der wird an der CME gehandelt, da sind auch die ganzen Währungen mit drinnen, da ist auch als Beispiel der Nasdaq Future mit drinnen, das geht los bei 7 Dollar pro Kalendermonat, also relativ überschaubar. Die Eurex, was natürlich jetzt wahrscheinlich in Deutschland oder Europa sehr beliebt ist, die kostet 23 Dollar pro Kalendermonat. Da sind die Daten bezahlt, diese Gebühren gehen auch an die Börsen, wir bereichern uns da jetzt eigentlich nicht dabei. Und ja, die Börsen haben den Luxus, Geld zu verlangen dafür, dass man dort handeln möchte. Genau, und wie gesagt, hängt Michael oder liebe Teilnehmer, die Börsendatenkosten hängen, wie gesagt, davon ab, welche Börsen du eben, für welche Börsen du Daten brauchst. Wichtig ist aber, du bekommst hier über dieses Paket immer ungefilterte Level 2 Daten. Also jetzt hier nicht irgendwie nur Level 1, nicht irgendwelche Snapshot-Daten, sondern du bekommst immer ungefilterte Daten, Level-2-Marktdaten, und du bekommst auch historisch Tick-Daten zurück, sprich, wenn du Volumenanalyse betreiben möchtest, wenn du akkurate, genaue Daten haben möchtest, dann ist das auf alle Fälle da mit dabei. Der NinjaTrader selber, ihr habt jetzt hier über FX Flat drei Möglichkeiten. Es gibt ein kostenloses Angebot, ja, dann, das sind jetzt hier die Kernfunktionalitäten dabei. Du kannst mit dem NinjaTrader handeln, du kannst aus dem Dom heraus handeln, da werde ich dann in dem kommenden Webinar darauf zu sprechen kommen. Dom steht einfach für Markttiefe, und das ist eben im Endeffekt für aktive Händler, die zum Teil vielleicht auch Volumenanalyse handeln, vielleicht hier scalpen, ist das ein gutes Tool. Also du kannst eben mit der kostenlosen Variante handeln. Wir haben, NinjaTrader hat eine Mietvariante. Der hier wird, ist der geringste Zeitraum 3 Monate, kostet im Monat 60 Dollar. Lifetime-Lizenz, also wir nennen das die lebenslange Lizenz, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, die kostet 1000 Dollar. Ab und an gibt es ein spezielles Angebot, aber Standardpreis ist 999 Dollar. Fakt ist aber, wenn du NinjaTrader einmal kaufst, dann hast du die sogenannte Lifetime-Lizenz lebenslang und hast jedes Update-Recht mit dabei. Also sprich, wir haben Kunden oder ich arbeite mit Kunden seit 10 Jahren, die haben vor 10 Jahren NinjaTrader gekauft. Wenn die in 15 Jahren auf NinjaTrader 10 wechseln möchten, angenommen, dann können die das, du kaufst das Teil einmal und das war's. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Sprich, du kaufst das Tool und im Endeffekt hast du irgendwie später keine Überraschungen, dass ein Update rauskommt und ja, und hast irgendwelche Kosten. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Speziell auch wichtig ist Folgendes, NinjaTrader selber, mit unserem Ökosystem haben wir natürlich Partner, die euch oder auch mir Tools zur Verfügung stellen, die ich jetzt besonders mag, die mir womöglich besonders helfen, aber auch mit unseren Orderflow Plus Tools als Beispiel, die ich habe jetzt hier noch nur einen kleinen Bruchteil dessen angerissen mit diesem Volume Profile, bekommst du gratis noch, wie gesagt, Premium Tools mit darauf, wo andere Plattformen einfach dafür Geld nehmen und du bekommst das im Endeffekt hier
gratis eben als Bonus obendrauf. Ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, wird auch von unseren Kunden auch sehr gern angenommen. Die freuen sich zum Teil doch sehr. Es ist dann eine positive Überraschung, dass hier kein Geld ausgegeben werden muss. Denn, wie gesagt, weniger Kosten ist einfach mehr Gewinn. Und um das geht es ja auch. Ich denke, ich bin da mit den Fragen durch. Wie gesagt, der Clearer, mit dem FX Flat hier arbeitet über Ninja Trader Brokerage, das ist Philip Capital. Und das Schöne am Philip Capital ist das, ihr habt hier eine deutsche Kontoöffnung, die modern ist und die, glaube ich, wo man sehr gut damit arbeiten kann. Und bin auch froh darum, dass wir das eben jetzt hier starten. Wie gesagt, wichtig ist uns, dem Andreas, als auch mir, wenn ihr Fragen habt zur Plattform oder den Angeboten von FX Flat, wir sind da jederzeit für euch da und ich möchte euch bitten, dass ihr das auch nutzt. Es ist noch eine Frage noch gekommen, die Unterschiede zwischen den Versionen. Ich hole jetzt hier mal schnell die Seite her, dass ich euch das zeige. Eine Sekunde bitte. Dann zeige ich euch das Ganze. Okay. Keine Sekunde bitte noch. Was wir hier haben, ist im Endeffekt hier ist jetzt hier dieser Lizenzvergleich und im Grunde ist das Charting, die Marktanalysemöglichkeit, der simulierte Handel, das Live-Trading auch bei der kostenlosen Version möglich über FX Flat. Die Miet-Variante hat einfach mehr, wir nennen es Trader Plus Paket und dieses Trader Plus Paket, da ist sehr, sehr viel mit drin. Also da sind jetzt beispielsweise diese ATM-Strategien drin, wir haben heute noch nicht drüber gesprochen, ist aber wirklich ein extrem mächtiges Tool. Ja, also du kannst hier Bracket Orders setzen. Ihr kennt das von anderen Plattformen auch. Plus Ninja Trader kann hier einfach mehr. Du setzt hier den Stopp als auch das Target gleich, kannst aber natürlich das Ganze sehr, sehr genau eben steuern, wie denn die Stops beispielsweise nachgezogen werden. Kannst mit multiplen Stops arbeiten. Chart Trader Funktionalität, One Cancel Other Funktionalität ist eben hier alles mit drinnen in diesem Trader Plus Paket. Der Dom beispielsweise ist mit drin, wenn jemand mit Indikatoren arbeitet, als Beispiel. Auch Indikatoren sind darstellbar im Dom und auch hier modifizieren von Aufträgen, beispielsweise wie Indikatoren angenommen, ihr arbeitet mit dem Supertrend, das ist jetzt hier mal so ein Beispiel. Man kann einfach mit einem Mausklick, kann ich sagen, ziehen wir den Stopp anhand des Supertrends nach, easy. Ja. Und dieses Orderflow Plus Paket ist im Grunde dann bei der Bezahlversion, bei der Kaufversion mit dabei. Das sind jetzt hier beispielsweise diese Tools, die ich jetzt vorher kurz hier mit diesem Volume Profile angerissen habe. Aber auch hier beispielsweise diese Footprint Charts. All das, ja, und das ist eben hier im Moment das Thema schlechthin für Trader. Und ist wirklich Fakt. Ja. Also wie gesagt, jeder Zweite, mit dem ich spreche, der interessiert sich für Orderflow. Diese Tools, wenn ihr nutzen möchtet, braucht ihr die Kaufversion, aber ihr braucht auch wirklich gute Daten und diese guten Daten bekommt ihr über FX Flat. Und bekommt natürlich hier dort auch wahrscheinlich rund um die Uhr, nehme ich mal an, Betreuung auch aus Deutschland heraus, aus Ratingen raus, Leute, die euch hier auch unterstützen. Genau, also das kann ich nur noch mal vielleicht auch unterstreichen. Also wir haben 24-Stunden-Support hier bei uns bei FXFed. Das heißt, auch wenn jemand jetzt nachts nicht schlafen kann oder aus dem Ausland anruft, da ist auf jeden Fall hier jemand bei uns erreichbar. Also das können Sie gerne nutzen. Also vielleicht, Christoph, wenn du hier nochmal auf mehr erfahren klickst, da sieht man vielleicht auch noch ein paar Bilder zu den ganzen Tools. Ist ja nicht ganz uninteressant. Mhm. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, das Thema. Damit man auch vielleicht mal so sieht. Ja, vielleicht sprechen wir da nochmal schnell drüber. Danke, Andreas. Also Orderflow Plus im Grunde, ja, ist im Grunde eine Analyse in die Kerze hinein. Ja, wenn wir hier einen japanischen Candlestick sehen, also ich denke, Candlestick, glaube ich, hat jeder schon mal gehört. Was du mit Orderflow machen kannst, ist im Grunde, du schaust in diese Kerze rein. Was haben die Marktteilnehmer in dieser Kerze gemacht? Ja, waren die Käufer aktiver, waren die Verkäufer aktiver? Gab es mehr Druck auf der Kaufseite, auf der Verkaufseite? Und es ist eben hier mit dieser Orderflow, mit diesem Orderflow Plus Tool ist das möglich. Also diese Volumetric Bars als Beispiel ist ein Footprint Chart, der eben wirklich das
Verkaufs- und Kaufsverhalten der einzelnen Marktteilnehmer eben darstellen kann, wo man eben dann rauslesen kann, gab es hier vielleicht irgendwelche Verschiebungen im Markt, ist natürlich, und ihr könnt sich das jetzt denken, hier ist wirklich die Datenqualität entscheidend. Ja. Ohne Datenqualität ist man hier verloren. Das ist ein Tool, sehr, sehr beliebt. Dann hier, das ist relativ neu. Das zweite ist jetzt hier dieses Orderflow Market Depth. Ja, also wenn ihr jemand seid, der aus der Markttiefe heraus handelt, der mit einem Dom handelt oder Price Ladder, nennt sich es auch in der Fachsprache, wenn ihr jemand seid, der so agiert, dann wird jetzt hier das Orderbuch eben visuell nochmal dargestellt, wo waren mehr Käufer mit Limit Orders drin, die eben nicht raus sind. Ja, ist eben eine schöne Visualisierung. Man sieht jetzt hier auch nochmal hier diesen grünen Punkt da drin. Da zeigen wir nochmal beispielsweise mit dem Trade Detector, ich glaube, der kommt dann noch weiter unten, waren hier manche Trader aktiver oder nicht. Dann hat man hier mal dieses Orderflow Volume Profile, diesen Indikator, sind einige Indikatoren eben hier rechts zu sehen, diese Heatmap, das ist so ein kombiniertes beispielsweise, ist echt ein super Tool, mir gefällt es unglaublich. Und ich sage immer so, wenn es mich nach 10 oder 12 Jahren, wenn mir das gefällt, ja, dann hoffe ich wirklich, dass den unseren Kunden auch gefällt, weil ich bin begeistert davon. Und dann haben wir eben hier nochmal diesen Trade Detector, der zeigt wirklich anhand den Einstellungen, die du eben triffst, ja, wo waren denn wirklich zum Teil, wo sind Blocktrades passiert, ja. Kann ich nochmal schnell zeigen. Haben wir hier nochmal Cumulative Delta unten, interessantes Thema, und dann haben wir hier nochmal den VWAP, der auf alle Fälle auch toll ist. Ich möchte jetzt hier kurz nochmal diesen Trade Detector zeigen, weil ich finde, es ist echt eine coole Geschichte. Ich nutze das selber ehrlich gesagt auch. Gehe jetzt hier mal einfach mal in den 1-Minuten-Chart rein, lade jetzt hier mal ein bisschen weniger Daten, einfach weil wir hier Tickdaten dann gleich laden müssen, und lade jetzt hier mal diesen Trade Detector mit rein. Und dann mache ich jetzt einfach hier mal Minimum 20 Kontrakte Block Trade und lade das mal. Also es kann jetzt ein bisschen dauern, wie gesagt, hier werden, dauert nicht lange, hier werden Tickdaten geladen. Also man sieht, und das Interessante ist jetzt hier, das sind hier Block Trades, die stattfinden. Ich gehe jetzt hier mal einfach hier mal auf diesen Kreis. Da hat jetzt hier einer 49 Kontrakte gekauft bei diesem Ausbruch. Weit oben hat er dann Teil 44 glatt gestellt oder vielleicht war es ein ähnlicher. Fakt ist, man erkennt dann wirklich, wenn ein großer Trader reinkommt. Ich habe jetzt hier einfach mal 20 Kontrakte gewählt. Aber hier beispielsweise war dann eben heute Vormittag deutlich zu sehen, Seitwärtsmarkt, und dann bricht der Markt eben hier, ich zeige das nochmal schnell, der Markt bricht ja hier aus. Ups. Vorführeffekt. Der Markt bricht ja hier aus. Ja. Und das Interessante ist zu sehen, hier drückt jetzt einer drauf, der kauft schon mal 51 Kontrakte und dann wird hier aggressiv nachgekauft und endet eben hier oben, aber Fakt ist, das ganze Tool ist, das ist ganz interessante Geschichte auf alle Fälle. Ich sage jetzt nicht, dass der heilige Gral ist, aber Fakt ist, es liefert Informationen, wann denn hier beispielsweise ein größerer Marktteilnehmer da ist und hier 51 Kontrakte in diesem Fall kauft. Ja, also ist auf alle Fälle, glaube ich, ganz interessant, wenn man hier Informationen bekommt. Genau. Also ich, Andreas, Entschuldigung, dass ich jetzt hier wieder unterbrochen habe. Ja, alles gut. Können wir natürlich jetzt im Detail natürlich in Zukunft noch weit genauer besprechen. Vielleicht noch eine kurze Info, wie lange kann man so ein Demo testen, was du jetzt hier zeigst? Auch hier ist wieder ganz interessant. Also wir reden hier von Börsenhandel. Ja. Wir reden jetzt hier von Börsenhandel, der eben in Chicago stattfindet oder auch in Frankfurt stattfindet. Und in dem Fall wirklich für NinjaTrader Nutzer ist eigentlich im Haupt, ist von den Volumenzahlen, was gehandelt wird, findet der Haupthandel in Amerika statt. Und die CMI, die hat den Luxus, ja, dass die sagt, okay, du willst eine Demo haben, okay, diese Demo gebe ich dir für 14 Tage. Diese Demo kannst du einmal verlängern im Quartal. Also sprich, du hast einen Monat Daten und dann an sich musst du auf dem Live-Konto rüberwechseln und für die Daten bezahlen. Und das ist eben, sage ich mal, der Luxus der Börsen, die einfach hier bestimmen können. Auf der anderen Seite, ja, ist es so, du bekommst hier echte Marktdaten und keine, die eben nur vom Broker gemacht worden sind. Genau, also wie gesagt, laufen 14 Tage die Demo-Daten und dann kann man sich eben nochmal für die Demo über FX Flat anmelden, bekommst dann nochmal neue Zugangsdaten zugeschickt und im Endeffekt das Einzige, was du machen musst hier in der Konfiguration, hier
Username und Passwort tauschen, der Rest wird gleich bleiben und du kannst nochmal weitere 14 Tage eben testen. Genau. Genau. Okay, danke für den Hinweis. Ja, ja, also wie gesagt, nutzen Sie die Möglichkeit, mal die Software kennenzulernen über das Demo. Ja, wenn Fragen sind, gerne an uns. Ja, wir sind da gerne für Sie da und begleiten Sie natürlich hier mit dem Ninja Trader in das Trading. Also führen Sie ran an die Software, auch jetzt wie gesagt mit regelmäßigen Webinaren. Alle 3 Wochen werden die stattfinden. Ja, sind auch schon alle bei uns auf der Homepage, sowohl bei FXZ als auch bei CapTrader. Und die Aufzeichnung dieser Webinare können Sie natürlich bei uns dann auch im Videobereich abrufen, beziehungsweise natürlich auch bei YouTube im jeweiligen Kanal. Das vielleicht nochmal so als Ergänzung. Ja, du hattest schon gesagt, das Live-Konto ist dann bei Philipp Capital. Ja, vielleicht, wenn es okay ist, Christoph, wechsle ich nochmal ganz kurz zu meinem Bildschirm oder hast du noch 2, 3 Dinge, die ja, du sagen nee, wolltest? Passt, gerne. Okay. Gerne. Ich hoffe, man sieht jetzt meinen Bildschirm. Sollte eigentlich, glaube ich, so sein. Genau. Ja, also hier haben wir ja auf unserer Homepage, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, unter Handelsplattform Ninja Trader Futures da den Menüpunkt eingefügt. Und ja, wenn Sie jetzt ein Live-Konto eröffnen möchten, dann kommen Sie hier zum Kontoeröffnungsantrag, ja, von uns. Das Konto ist dann bei Philipp Capital. Ja, das vielleicht nochmal als Hinweis. Ja, das ist kein Konto, was direkt bei uns bei der Wertpapierhandelsbank liegt. Da müssen wir natürlich darauf hinweisen und klar, verstecken wir ja auch nicht, sondern es ist ja hier ganz deutlich gemacht, aber dass das nochmal klar wird. Ja. Ja, Infos werden hier noch folgen nach und nach. Ne? Wir haben halt hier auch, wie gesagt, schon ein paar Sachen. Hier den Link zu den Ninja Trader 8 Videos. Ja, dann kommen wir direkt in den YouTube-Kanal. Sollte eigentlich so sein, dass dann demnächst dort die Videos dann landen. Oder halt auch bei uns auf der CapTrader-Seite, hatte ich ja eben gesagt, wo wir schon ein paar Videos aus der Vergangenheit schon eingefügt haben. Ja, also das vielleicht nochmal zum Abschluss hier, wie Sie an die Version kommen, wie Sie ans Demo kommen, wie Sie natürlich auch ans Live-Konto kommen, gehen Sie einfach bei uns hier auf die Homepage, dann finden Sie das Ganze. Oder ninjatrader.fxz.com ist nochmal so eine allgemeine Informationsseite. Kann ich den Link auch vielleicht nochmal hier für alle Teilnehmer rein posten. Da finden Sie nochmal ein paar Infos. Okay, ich sehe, also es kommt noch eine Frage rein. Ab wann sind die Videos online? Ja, wir versuchen zeitnah die Videos online zu stellen. Also 1, 2 Tage maximal wird das nur dauern. Aber ja, vielleicht spätestens oder frühestens am nächsten Tag. Also heute Abend nicht mehr, aber dann können Sie die Videos abfragen. Ich habe bereits 2 CFD-Konten. Benötige ich für Ninja Trader 8 Anbindung ein zusätzliches Konto? Achso, ja, die Frage habe ich vielleicht eben nicht gesehen, aber es ist richtig. Ja, Sie brauchen ein zusätzliches Konto. Sie brauchen ein Futures-Konto. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Hier Live-Konto, dann wird das Konto bei Philipp Capital eröffnet und das ist ein reines Futures, ein reines Konto, um Futures zu handeln. Ja, die Frage kam von Martin eben nochmal rein. Okay. Ja, dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die interessanten Fragen, die Sie gestellt haben. Und ja, wie gesagt, die Termine möchte ich noch kurz zeigen. Training, Webinare und Termine. Ja, da haben wir hier den Termin jetzt des aktuellen Webinars und die weiteren Termine sind hier aufgeführt. Ja. Wenn Sie sich jetzt anmelden, sind Sie direkt für die ganze Webinarreihe angemeldet. Das heißt, Sie bekommen dann eine Info noch vor dem 30.08., wo dann das zweite Webinar stattfindet, beziehungsweise im September, Oktober und so weiter. Ja, danke auch an dich, Christoph, für die doch sehr, sehr ausführliche Einführung hier in die Grundlagen der Software. ja, also zumindest jetzt, ich sag mal, Schnelldurchgang, aber auch viele Funktionen, ja, die auch schon darüber hinausgehen über das Basis. Ja, vielen Dank dafür. Und ja, mir macht es Spaß. Ich kenn's mich auch. Ja, super. ja, Ihnen sage ich, wünsche ich noch einen schönen Abend. Viel Erfolg beim Trading, viel Erfolg beim Testen der Software. Ja, und wenn Fragen sind, wenden Sie sich an uns, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind gerne für Sie da. Also, alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal.